Ich freue mich, euch zu sehen. Je suis content de vous voir. Ihr habt alle einen langen Weg gemacht, um hierher zu kommen. Vous avez parcouru un long chemin pour venir ici. Und ich bete, dass ihr von Gott erfüllt werdet. Et je prie que Dieu vous remplisse. Ich bete, dass eure Erwartungen, je prie que tout ce que vous attendez, wahr werden, soit vrai, dass devient ihr, vrai. Dass ihr mehr von dem Herr erfährt. Que Dieu se révèle encore à vous. In name Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Weiß jemand, was ein Instrument ist? Qui sait qu'est-ce que c'est un instrument? Wer weiß? Qui sait? Un instrument, ja, ein Instrument. Was ist ein Instrument? Also meine Schwester sagt, es dient etwas zu machen. Wer hat noch einen Vorschlag? Was man nutzen kann, um quelque chose qu'on utilise. Ja. Also etwas, was man nutzen kann, um Musik. Also da haben wir Instrumente. Also das ist etwas, was wir benutzen, um Schall, Geräusch zu erzeugen. Quelque chose qu'on utilise pour créer le son. Und wenn dieser Schall und Geräusch gut, wie sagt man, abgestimmt sind, Si tous les sons sont bien, vont bien ensemble, dann ist, wird das zu einer Melodie. Ça devient une mélodie. Dann wird das angenehm zu hören. C'est agréable à entendre. Ja. Also ein Instrument und in sich, der kann selber nichts machen. Un instrument ne peut rien faire de lui-même. Es muss jemand dahinter sein. Il y a quelqu'un derrière cet instrument. Damit es diese Geräusche macht. Pour que l'instrument donne le son. Und meine Frage ist, ma question, lebt ein Instrument überhaupt? Est-ce qu'un instrument vit? Also meine Schwester sagt mir, er lebt. Und ich sage auch, ein Instrument lebt. Amen. Ma sœur et moi, on dit qu'un instrument vit. Wir werden das Buch von Daniel nehmen. On regarde le livre de Daniel. Also, wir nehmen Daniel Kapitel 3 ab, Verse 5. Daniel Chapitre 3, Verse 5. Willst du lesen? Okay. 3, Vers 5. Amen. Sobald er den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Amen. Also ich lese auf Französisch. Au moment où vous entendrez le son du cor, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jetterez à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebukadnezar a dressée. Amen. Also, da sehen wir, es gab Leute in Babylon und der König Nebukadnezar, der hat eine Statue errichten lassen.
Und voici les hommes à Babylone et le roi Nebuchadnezzar, il a fait une statue. Und die Leute sollten, sobald sie diese Schall hören von diesem Instrument, sie sollten niederknien und diese Statue anbeten. Et au moment où les gens entendent le son des instruments, ils doivent s'agenouiller devant la statue. Das heißt, solange diese Instrument nicht gespielt haben, bleiben die Leute stehen. Tant que les instruments n'ont pas joué, les gens s'arrêtent comme ça. Und sobald diese Instrument was machen, dann fallen die Leute nieder. Et tant que les instruments se mettent à jouer, les gens s'agenouillent. Das heißt, es gibt Personen, wenn sie was sagen, wenn sie dir was bringen, wenn du das hörst, dann fängst du an, etwas zu anbeten. Il y a des personnes, quand ils disent quelque chose, quand ils t'apportent une parole, tu te mets à adorer, tu te mets à genoux. Aber wir wissen, wir müssen nur eine anbeten, und das ist Jesus Christus. Mais on sait qu'on doit adorer une seule personne, Jésus-Christ. Das ist unsere Jahwe. C'est notre Jahwe. Nur er sollen wir anbeten. Seul lui doit être adoré. Und im Psalm 150, et Psalm 150 kann man sehen, dass bei Schall von Instrumenten sollen wir Yahvé anbeten. Nous dit que au son des instruments on doit adorer Yahvé. Die Instrumente sind dafür da, um die Leute in den Gegenwart von Gott zu bringen. Les instruments sont là pour amener les hommes à la présence de Dieu. Damit die Leute Gott von einem anderen Blickwinkel betrachten. Pour que les gens regardent Dieu d'un autre point de vue. Also, aber es gibt Leute, wenn sie mit dir reden, il y a des gens qui parlent avec toi. Wenn du hörst, was sie sagen, et ils disent quelque chose, dann fängst du an Geld zu denken. Tu commences à penser à l'argent. Fängst du an zu denken, ich muss mir ein Haus bauen. Tu commences à te dire, je dois construire la maison. Ich muss mir neue Schuhe kaufen. Je dois acheter de nouvelles chaussures. Meine Schuhe sind nicht mehr im Trend. Mes chaussures ne sont plus en mode. Meine Kleidungen sind nicht mehr im Trend. Mes habits ne sont plus nouveaux en mode. Alles, was ich mache, ist veraltet. Tout ce que je fais, c'est vieux. Aber Gott sagt uns, wir sollen die Sache von dieser Welt nicht suchen. Mais Dieu nous dit, ne cherchons pas les choses de ce monde. Aber die Sache von die himmlischen Sachen. Mais les choses du ciel. Die Gegenwart von Gott. La présence de Dieu. Du bist auch ein Instrument. Toi, tu es un instrument. Wenn die Leute dich hören, si les gens t'entendent, was machen die? Qu'est-ce qu'ils font? Wenn die Leute dich hören, sind sie nachher demütig? Quand les gens t'entendent, est-ce qu'ils sont désespérés ou bien encouragés? Wollen sie noch was mit Gott machen? Est-ce qu'ils veulent encore faire quelque chose avec Dieu? Wir sind Instrument für Gott. Nous sommes les instruments de Dieu. Wenn ich meinen Bruder höre, si j'entends mon frère, wenn ich meine Schwester höre, ou ma sœur, dann will ich nachher, ich fühle mich ermutigt. Je suis encouragé. Ich hatte Probleme. J'avais un problème. Ich hatte fast aufgegeben. Presque abandonné. Aber der sagt mir nur ein Wort. Gott hat das gemacht. Mais il me dit un mot. Gott liebt dich trotzdem. Dieu t'aime malgré ça. Was du durchmachst, ändert seine Liebe nicht.
ce que tu vis ne change pas l'amour de Dieu. Wenn ich das höre, si j'entends cette parole, dann stehe ich wieder auf. Je me lève encore. Hey, du liebst mich. Seigneur, tu m'aimes. Hey, ich will mit dir sein. Seigneur, je veux être avec toi. Ich will toi. Gemeinschaft mit dir haben. Je veux être en communion avec das toi. Das ist ein Instrument Gottes. C'est un instrument de du Dieu. Du musst die Leute in den Gegenwart von Gott bringen. Tu dois amener les gens dans la présence de Dieu. Du kannst Freunde haben. Tu peux avoir des amis. Aber was machst du aus deinen Freunden? Qu'est-ce que tu fais de tes amis? Wenn sie Quatsch reden. S'ils disent des bêtises. Redest du auch mit? Est-ce que tu parles les mêmes bêtises? Da klingst du wie ein verstimmte Gitarre. Là tu sonnes comme une guitare ne pas bien accordée. Hein? Das ist einfach furchtbar, das zu hören, wenn ein Instrument verstimmt ist. C'est terrible d'entendre ce son. Und das ist genauso in unserem Leben. Voici notre vie. Gott hat uns gemacht, damit wir zu ihm kommen. Dieu nous a créé pour qu'on vienne devant lui. Damit wir die Leute zu ihm bringen. Et amener les gens vers Dieu. Wir reden von Erweckung. On parle du réveil. Gott sucht die Leute, die er schicken will. Dieu cherche les gens. Wer wird er schicken? Qui il va envoyer? Qui va l'envoyer? Wenn ich verstimmt bin, si je suis mal accordé, dann werde ich auch falsche Töne geben. J'ai donné les mauvais sons. Dann werde ich sagen, weißt du, Gott ist, der nimmt das nicht so ernst. Je vais me dire non, Dieu blague. Ich werde sagen, du kannst sündigen, du bist sowieso gerettet. Je veux dire à quelqu'un, tu es sauvé malgré tes péchés. Das sind solche Töne, die man gibt, wenn man verstimmt ist. Ce sont les mauvais sons qu'on donne, si on est mal accordé. Ich muss mich von Gott stimmen lassen. Dieu seul doit me régler. Seine Heilige Geist muss mich stimmen. Le Saint-Esprit doit me régler. Dann werde ich kommen. Là, je vais venir. Und ich werde sagen, Bruder, je dirais, Schwester, Sœur, so wie du lebst, ta vie, was du da machst, et tes actions, wenn du weitermachst, si tu le fais encore, dann wirst du kein ewiges Leben haben. Tu ne vivras pas éternellement. So wie du lebst mit dieser Frau, ta vie avec cette femme. Was du mit ihr machst, obwohl du nicht verheiratet bist. Ce que tu fais avec elle, malgré que tu n'es pas marié avec elle. Das bringt dich zur Hölle. Va t'envoyer à l'enfer. Nicht, weil ich ihn hasse. Ne pas à cause de la haine. Aber weil ich ihn liebe. Weil ich will, dass er gerettet wird. Mais pour mon amour, pour lui, parce que je veux qu'il soit sauvé. Ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Die Lügen machen euch nicht frei. Les mensonges ne vous rendent pas libre. Sondern ihr werdet gefangen. Mais vous rendent en captivité. Ich muss die Wahrheit sagen. Je dois dire la vérité. So bin ich ein Instrument, was, wenn ich spiele, dann ist es für Gott angenehm, ist es für die Menschen um mich herum angenehm. Là, je serai un instrument de vérité et les gens aiment entendre mon son. Ich sag dir, schau dein Leben. Regarde was für ein vie, Instrument bist du? Tu es quel instrument? Ermutigst du die Leute zurück zu Gott zu kommen? Est-ce que tu encourages les gens de retourner à Dieu? Was predigst du? Qu'est-ce que tu prêches? Was predigst du? Qu'est-ce que tu prêches? Sagst du, dass Gott kommt? Est-ce que tu dis que Dieu va venir? Oder sagst du, seit 2000 Jahren sagt man, dass Jesus kommt zurück? Ou est-ce que tu te dis, depuis 2000 ans, il devrait venir? Aber der ist immer noch nicht da. Wir Mais haben Zeit. Il n'est pas encore là, on a encore le temps. Du hast Zeit. Tu as le temps. Aber was du nicht weißt. Mais ce que tu ne sais pas. Der Tod ist da. La mort est là. Und der Tod schaut nicht, oh, sie ist schön.
L'amour ne regarde pas. Oh, elle est belle. Oh, sie ist jung. Oh, elle est jeune. Oh, der ist stark. Oh, il est fort. Oh, der ist groß. Oh, il est grand. Ich habe Angst vor ihm. J'ai peur de lui. Nein, non? Der Tod macht nicht so. L'amour fait ce qu'il veut. Ob du Baby bist. Si tu es un bébé. Oder ein alter Mann, ein Präsident bist. Ou un président, un vieux. Der Tod kann kommen. L'amour peut venir. Du kannst Bodyguard haben. Tu peux avoir des bodyguards. Aber die werden diese den Tod nicht aufhalten können. Mais ils n'arrêteront pas l'amour. Es gibt Leute, sie haben so schnelle Auto. Il y a des gens avec les belles voitures vite. Aber der Tod ist noch schneller als diese Auto. Mais l'amour est plus vite que ces voitures. Der Tod ist da, mein Freund. L'amour est là, mon ami. Wenn Jesus nicht kommt, si jetzt, Jésus ne vient pas maintenant, dann ist der Tod da. L'amour est toujours là. Schauen wir unsere Leben. Regardons nos vies. Was machen wir aus unserem Leben? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Was machen wir aus unserem Leben? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Suchen wir die Gegenwart von Gott. Cherchons la présence de Dieu. Bringen wir unsere Mitmenschen zu Gott. Amenons nos les autres à Dieu. Das ist unsere Bestimmung. C'est notre destin. Du bist ein lebendiges Instrument. Tu es un instrument vivant. Durch deine Töne. Par tes sons. Wenn sie von dem Heiligen Geist kommen, dann gibst du Leben weiter. S'ils viennent du Saint-Esprit, tu vas donner la vie aux autres. Aber in Daniel, diese Leute, diese Instrumente, sie haben Tod gebracht. Mais dans le livre de Daniel, ces instruments ont amené la mort. Weil wenn du von Menschen gemacht Sache anbetest, parce que si tu adores les choses faites des hommes, dann ist es dein Tod. Ça sera ta mort. Dann bist du verloren. Tu seras perdu. Ja. Du kannst es machen. Tu peux le faire. Jetzt lebst du. Maintenant tu vis encore. Jetzt lachst du. Maintenant tu ris encore. Jetzt ist es schön. Maintenant la vie est belle. Aber morgen was kommt? Mais à demain. Was kommt morgen? Qu'est-ce qui va venir demain? Ich weiß es nicht. Je ne sais pas. Du weißt es auch nicht. Tu ne le sais pas non plus. Und ein Bruder sagt, wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Nous ne savons pas le jour de notre mort. Hätte man dir nicht gesagt, wann du geboren wurdest? Si on ne t'avait pas dit le jour de ta naissance, hättest du auch nicht gewusst. Tu n'allais pas savoir aujourd'hui. Du hättest das nicht gewusst. Du weißt nicht, wann du angefangen hast. Toi-même, tu ne sais pas quand tu as commencé. Und du weißt nicht, wann du enden wirst. Et tu ne connais pas aussi le jour de ta fin. Deswegen nimm das ernst. Prends tout ça en sérieux. Lass dich von Gott abstimmen. Laisse-toi régler de Dieu. Weil? Parce que? Was macht man, wenn mein Instrument nicht spielt? Qu'est-ce qu'on fait si l'instrument ne joue pas? On essaie, man versucht es zu abstimmen. On essaie de régler l'instrument. Geht das nicht? Si ça ne marche pas. Kann man zum Beispiel zu einem Spezialist gehen und on peut l'amener à un spécialiste. Geht das nicht? Et si ça ne fonctionne pas? Dann schmeißt man das Instrument weg. On va jeter l'instrument. Man braucht es nicht. On n'en a plus besoin. Gott hat dich gerufen. Dieu t'a appelé. Der hat mich gerufen. Il m'a appelé aussi. Nicht weil der Angst vor dir hat. Ne pas parce qu'il a peur de toi. Der hat nicht gesagt, oh, der ist so wichtig, ich muss ihn in mein Team haben. Il n'a pas dit que ah, cette personne est tellement importante, je dois l'avoir dans mon team. Équipe. Équipe. Nein, der hat uns geliebt. Il nous a aimés. Geliebt hat er uns. Aimé. Ich frage dich, wer hat dich so geliebt? Qui t'a aimé comme Dieu? Kannst du mir sagen? Est-ce que tu peux me le dire? Niemand hat dich so geliebt. Personne ne t'a aimé comme Was Dieu. Was willst du noch für Beweis? Qu'est-ce que tu veux? Was willst du noch? Quelle preuve est-ce que Dieu doit te donner? Glaubst du, wenn er runter von Himmel runterkommt? Est-ce que tu penses que s'il descend du ciel? Er sich auf dich zeigt.
S'il se montre à toi, s'il se montre à toi, das wird gar nichts ändern. Ça ne changera rien. Weil du hast seine Liebe nicht empfangen. Parce que tu n'as pas reçu du son amour. Du hast an seine Liebe nicht geglaubt. Tu n'as pas cru en son amour. Wunder können geschehen. Des miracles peuvent se passer. Es wird nichts ändern, weil du nicht glaubst an seine Liebe. Ça ne changera pas parce que tu ne crois pas en son amour. Wir müssen unser Leben ändern. On doit changer notre vie. Ändern wir selber unser Leben. Changeons notre vie. So werden wir die, von den anderen die, das Leben ändern. Et on changera aussi la vie des autres. Ja. Ich weiß nicht, was du durchmachst. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Aber ich kann dir sagen, mais je peux te dire, es ist nicht Gottes Schuld. Ce n'est pas la faute de Dieu. Was du durchlebst, ce que tu vis actuellement, soll dich nicht von Gott trennen. Ne doit pas t'emmener loin de Dieu. Deine, t'éloigner de Dieu. Deine Bindung, ta relation avec deine Dieu, Bindung mit Gott muss immer stark sein. Doit toujours être fort. Gott sagt, lobe den Herr. Dieu dit, lobe Yahweh. Lobe Yahweh. Lou Yahweh. Der hat nicht gesagt, lobe Yahweh, wenn alles gut geht. Il n'a pas dit lou Yahweh si tout se passe bien. Lobe Yahweh, wenn du Geld im Konto hast. Lou Yahweh si tu as l'argent dans le compte. Lobe Yahweh, wenn du genug zum Essen hast. Lou Yahweh si tu as beaucoup à manger. Das hat er nicht gesagt. Ce n'est pas écrit. Das heißt, geht es dir gut? Si tu te portes alors bien, lobest du Yahweh. Tu vas louer Yahweh. Geht es dir schlecht? Mais si tu vas mal, lobest du auch Yahweh. Tu vas encore louer Yahweh. Du musst Yahweh loben. Tu dois louer Yahweh. Du hast keinen Wahl. Der hat dich dafür tu n'as pas erschaffen. De choix. Tu es créé pour ça. Wenn du das nicht machst, si tu ne le fais pas, dann hat dein Leben keinen Sinn. Ta vie n'a pas de sens. Kein Sinn. Pas de sens. Du bist da, um Yahweh zu loben. Tu es là pour louer Yahweh. Schau unsere Gemeinde. Regarde l'église. Man muss hinter die Leute sein. Oh, bitte, Brüder, Schwester, steht auf. On doit être derrière les gens pour qu'ils se lèvent. Komm, wir wollen den Herrn loben, steht auf, bitte. Venez, on loue Yahweh. Man muss die Leute anflehen. On doit pousser les gens toujours. Es ist nicht so. Ce n'est pas comme ça. Du bist dafür gemacht. Tu es créé pour ça. Plus ein. Zu Hause geht es dir nicht gut. À la maison, tu ne te portes pas bien. Hier kommst du. Mais tu viens ici. Anstatt dich zu freuen. Au lieu de te réjouir. Bist du genauso traurig wie zu Hause. Tu es encore triste comme à la maison. Wann willst du fröhlich sein? Quand est-ce que tu seras joyeux? Paulus sagt. Paul dit, freuet euch. Réjouissez-vous. 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 Freuet euch. Réjouissez-vous. Die Freude am Herr ist deine Kraft, meine Kraft. La joie du Seigneur est ta force, ma force, notre force. Wir sind immer traurig. Kann man denken? Nous sommes toujours tristes. Kann man denken, der Gott von diesen Menschen, der muss immer traurig sein. On va se dire, mais le Dieu de ces hommes, il est toujours triste. Nein, mein non. Gott ist fröhlich. Mon Seigneur est joyeux. Il est joyeux. Yahweh ist fröhlich. Jésus est joyeux. Yahweh ist fröhlich. Yahweh est joyeux. Der ist fröhlich. Il est joyeux. Und er will, dass du dich freust. Il veut que tu sois freue joyeux. Dich. Freue dich, mein Freund. Réjouis-toi, mon dich. Ami. Réjouis-toi. Freue dich. Réjouis-toi. Diese Probleme haben ein Ende. Amen, amen. Ces problèmes auront une fin. Aber die Freude hat keine Ende. Mais la joie keine n'aura Ende. Pas de fin. Keine Ende. Pas de fin. Freue dich. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Freue dich. Réjouis-toi. Freue dich. Réjouis-toi. Amen. Amen.